So, hallo. Geht's noch nicht ganz? Fahren haben wir noch zwei. Servus. Geht? Ja, servus, ich bin der Achim, der Zugraster. Ich kann nur ein wenig dazu sagen, was dieses rechtsesoterisch in Deutschland mit ausgelöst hat. Es war jemand von der NPD mit auf diesen Demonstrationen, das wurde vom Spiegel genau sofort fotografiert. Gehen wir ein Stück darüber. Und das war jetzt dann eigentlich schon mal der Aufhänger. Da ist jemand aus einer rechten Partei. Noch weiter rüber? Noch? Okay. Und schon hat gleich mal das Prädikat gekriegt. Dann hat der Lars Mehrholz ja das mit der F. Fett? Ist jetzt noch besser? Okay. Da wurde das mit der FED angesprochen und es ist ja ganz klar, dass dann der Mainstream sagt, um Gottes Willen, Banken, das gehört ja alles den jüdischen, oder zum größten Teil den jüdischen Lobbyisten, also ist das Ganze schon mal in diese Esoterik-Schiene und ja, Verschwörungstheorie gerutscht. So ging das Ganze jetzt eigentlich los, das mit der Jutta Ditfurth, dass man da gesehen hat, dass das definitiv gekauft war. Das war zu offensichtlich. Ich habe diesen Bericht gesehen und bin dann das erste Mal gleich mal auf die AVD und die NPD-Seite und habe geschaut, ob da irgendwelche Verlinkungen waren zu der Montagsdemo. Ich habe überhaupt nichts gefunden. Also wurde da einfach mal wieder Öl ins Feuer gegossen. Wenn ihr euch wirklich informieren wollt, dann schaut euch zum Beispiel das auf KenFM an. Da gibt es sehr gute Gespräche mit Daniele Ganser, Willi Schmidt, genau. Unser Verteidigungsminister unter Kohl, der hat da, nachdem er außer Dienst ist, sehr, sehr genaue Meinung. Genauso wie Christoph Hörstel, der in dem ganzen Ostblockraum als politischer Berater war. Da kann man sich sehr, sehr gut drüber informieren. Der hat auch sehr, sehr viel drüber zu sagen. Ja, das sind eigentlich immer so die Infos, wo man mal reingreifen kann, sich das Ganze mal anhören und dann mal sich Gedanken drüber machen. Zu den Demonstrationen, was uns eigentlich alles von den Medien auch verschwiegen wird. Es gab in Europa einen ganzen Haufen Demonstrationen. Vor ein paar Wochen war riesengroß, gab es genauso viele Demonstrationen, da hörst du auch nichts. Ja, und die Demos bei uns werden genauso totgeschwiegen. Es gibt sie mittlerweile in der Schweiz. Ich bin saufroh, dass es jetzt hier in Österreich auch ist. Ich habe das seit Wochen eben verfolgt und habe mich immer gewundert, warum hier nichts ist. Und ich finde es schweinegeil, dass jetzt endlich Leute zusammenkommen, auch hier in Wien. Und ich hoffe, dass wir wirklich alle aktiv bleiben und wirklich was bewegen können. Dankeschön. Mehr will ich jetzt eigentlich auch gar nicht sagen. Danke, dass ihr zugehört habt. Servus.